Zigarette, Bier und Zelt. Die bayerisch-gemütliche Dreifaltigkeit verboten. Bayern hat nach einem Volksbegehren das strengste Nichtrauchergesetz Deutschlands. Und jetzt geht's erst richtig hoch her. Wirte suchen nach Gesetzeslücken. Und die Anti-Raucher-Aktivisten haben jetzt ganz Deutschland mit schärferen Regeln im Visier. Bayerische Verhältnisse für alle. Mike Lingfelser und Modiger Eder über den Raucherzoff nach dem bayerischen Qualmverbot. Der Nichtraucheraktivist Sebastian Frankenberger auf dem Volksfest im bayerischen Deggendorf. Er hat das strengste Rauchverbot Deutschlands per Volksentscheid durchgesetzt. Jetzt trifft er auf diejenigen, die seit kurzem das Verbot befolgen müssen. Ich möchte einfach sagen, hat der Volksentscheid wirklich eine Wirkung gehabt? Funktioniert's? Wie funktioniert's? So, ich habe mein gebräuchliches Hausrecht in Kraft und erteile Ihnen Hausverbot. In meinen Augen sind die Erwachsenen entmündigt worden, durch ihren Krampf da was gemacht haben. Ganz einfach. Und ich bitte jetzt, Sie das Gelände zu verlassen. Also Sie schmeißen mir jetzt sofort darunter. Gut, dann gehen wir. Und tschüss. Beim nächsten Bierzeltbesuch werden wir noch heftigere Reaktionen sehen. Noch im Juli bekam Frankenberger ganz anderen Applaus. Sein Bündnis für ein absolutes Rauchverbot in Bayern siegte beim Volksentscheid deutlich. Jetzt wollen sogar im Bundestag die Grünen dem bayerischen Vorbild folgen und fordern das strengste Rauchverbot für ganz Deutschland. NRW zieht als erstes Bundesland mit. Ich persönlich fände bayerische Verhältnisse in Nordrhein-Westfalen gut, weil ich glaube, die sind klar, die sind eindeutig, da weiß jeder, was geht und was nicht geht. Auch Siegfried Ermer von der bundesweiten Initiative Pro Rauchfrei gehört zum bayerischen Verbotsbündnis. Auch er will das strengste Rauchverbot für ganz Deutschland. Und sein Verein überwacht die Einhaltung auf bemerkenswerte Weise, etwa mit einem Beschwerdeformular im Internet. Hier kann man Raucher denunzieren, die gegen Verbote verstoßen haben. Militante Nichtraucher? Den Vorwurf hört man nicht gerne. Das Wort militant, wenn sich solche Leute, die das in den Mund nehmen, sich mal beschäftigen mit dem Wortbegriff, dann bedeutet das, man muss sich wehren, mit einer Waffe wehren können. Und das kann der Nichtraucher nicht. Er hat keine Waffe in der Hand. Da wäre schon eher zu fragen, ob nicht der Raucher militant ist, der eine 800 Grad heiße Zigarette als Waffe in der Hand hat und oft die auch durchaus bewusst einsetzt. Die Zigarette als Waffe? Dann bräuchten im oberbayerischen Olching wohl viele Feiernde einen Waffenschein. Denn hier in der Disco Meck sieht das strengste Rauchverbot Deutschlands so aus. Es wird gequalmt wie eh und je. Nur eins hat sich geändert. Das Ganze ist als sogenannte geschlossene Gesellschaft deklariert. Denn echte geschlossene Gesellschaften wie etwa Geburtstagsfeiern sind vom gesetzlichen Rauchverbot ausgenommen. Ist dies also eine Geburtstagsfeier? Nein, sagt der Disco-Chef, macht ihm aber nichts. Ich sage, meine Clublösung ist eine ordentlichere geschlossene Gesellschaft wie zum Beispiel eine Hochzeit oder eine Geburtstagsfeier. Warum? Warum? Weil wenn jetzt mal rein theoretisch Sie mich zu Ihrer Geburtstagsfeier einladen, gehen Sie davon aus, dass ich in Begleitung komme. Sie wissen nicht, wen ich mitbringe. Bei mir wird nur eingelassen, wer sich über Mitgliedsausweis ausweisen kann. Mit demonstrativ strenger Mitgliederkontrolle will man Richter überzeugen und das Rauchen in einem Musterprozess notfalls durch alle Instanzen einklagen. Widerstand auch andernorts. In diesem Hinterzimmer einer Münchner Traditionsgaststätte wollen Raucherschützer das Verbot in Rauch auflösen. Eine Pressekonferenz abgehalten als geschlossene Gesellschaft. Hier stehen die Verlierer des Rauchverbots. Auch Schauspieler Max Tiedorf ist dabei. Die Lage scheint ernst. Ich kann im Flieger nicht rauchen, kann am Flughafen nicht rauchen, finde auch keine Möglichkeit mehr in einem Restaurant zu rauchen. Ja? Also das ist im Prinzip bin ich lebensunfähig dadurch. Hier gibt es Hilfe zur Selbsthilfe, wie man künftig geschlossene Rauchergesellschaften generalstabsmäßig in der Gastronomie einberufen kann. Die müssen Sie ja vorher gar nicht unbedingt persönlich kennen. Man kann sich ja durchaus heute übers Netz verständigen und dann verabreden zu einer geschlossenen Gesellschaft. Auch in der Nürnberger Zigarrenlounge Casa del Abano akzeptiert man das strengste Rauchverbot nicht kampflos. Die Chefin Christine Klever will klagen und so lange darf hier weiter geraucht werden, bisher mit Duldung des Ordnungsamtes. Diese Extrawurst stinkt anderen Nürnberger Wirten, auch Peter Rock. Er hält sich an das Rauchverbot und musste seine rauchenden Gäste an die frische Luft setzen.
Wenn aber jetzt Ausnahmen gemacht werden, ja, dann ist das eine Situation, dann brauchen wir keine Bürgerabstimmung, dann brauchen wir auch kein Gesetz mehr. Das finde ich eigentlich bedauerlich, dass jetzt eigentlich meine Gegner aus den eigenen Reihen kommen. Jetzt müssen die auch nicht neidisch werden und auch nicht als Trittbrettfahrer unterwegs sein. Das ist einfach nicht angebracht. Frankenberger muss als Sprecher auch für die militanten Nichtraucher in seinem Bündnis den Kopf hinhalten. Bayerische Verhältnisse. Vorgeschmack für Deutschland? Du hau bloß ab, Peter. Du, mein Lieber, du. Dich habe ich gerade noch verhindert. Wow, Nichtrauchen gefährdet manchmal eben auch Ihre Gesundheit.